Jodie. Meine kleine Prinzessin. Oh. Oh, lass mich dich ansehen, Kleine. Oh mein Gott, was für eine wunderschöne junge Frau steht da jetzt vor mir. Genauso bezaubernd wie immer. Voller Sorgen und verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe. Und? Wie geht's, Aiden? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Ich war besorgt. Sie suchen nach dir. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Wie geht's Nathan? Oh, er ist der Big Boss hier. Er leitet die DPA. Er hat es wirklich sehr weit gebracht seit der Zeit in unserem Labor. Und du? Woran arbeitest du? Ich bin Chef einer Laborgruppe. Wir klassifizieren Typen von Existenzen, suchen verschiedene Spezies. Sowas in der Art. Es hat keine hohe Priorität, aber ich kann tun, was ich will. Tja. Gab es einen Durchbruch bei der Infrawelt? Oh, da stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators. Der mächtigste, der je gebaut wurde. Natürlich war das erst möglich, als die Army mit ins Boot kam. Was ich dir erzählt habe. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA-Krankenhaus. Angeblich war es eine Totgeburt. Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Meine Mutter ist in einer Klapsmühle seit 24 Jahren? Ich meine, warum? Was war los? Es stand leider nicht in der Akte. Es tut mir so leid. Ich muss sie sehen. Jodie, ich weiß genau, was du fühlst, aber sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du gerne willst. Ich suche nicht nach Antworten. Ich will sie einfach sehen. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jodie. Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Die werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Cole. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen. Danke, Cole. Hey! Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. Das funktioniert immer. Hi, ich möchte zu Nora Gray.
kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Erlaubnisschein? Gott, ich wusste, ich habe was vergessen. Tut mir leid. Alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Raus. Treffer! Nora Gray, 7. Stock, Zimmer 43. Diese Tür. Sieh dich mal um. Tür auf. Komm schon. Hat nichts gesehen. Es muss irgendwas geben. Ich kann dich sehen, Aiden. Nein, er ist zu weit weg. Zimmer 43 und dann weg hier. Wir müssen nichts vergessen. Wir untersuchen das bis ins kleinste Detail. Lass mich allein.
Ich warte hier. Jody, du weißt, du musst das hier nicht machen. Sie bemerkt dich vielleicht nicht mal. Geh vielleicht lieber nicht rein. Mom, ich bin's. Jody. Tochter. Hilf mir ein. Mutter und der Vater, beide sind begabt. Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber sie ist mein Baby! Bringt sie mir! Ich hab's mir überlegt! Ich will mein Baby! Beruhigung, bitte! Bitte! Bring das ich Baby will hier raus! Sie sehen! Sie besitzt womöglich auch spezielle Fähigkeiten. Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass sie nie wieder ihr Bewusstsein erlangt. Tut mir leid. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Was willst du mir zeigen? Fuck. Zerstör das Ding, Aiden! Zerstör es jetzt! Meine Kleine! Meine Tochter! Ich hatte solche Angst, ich würde dich nie wiedersehen. Ich hab dich so vermisst, Joe. Ich hab dich so vermisst. Angetan. Die Drogen, die ich bekam, hielten mich in dieser Hölle fest. Ich kann nichts dagegen tun. Ich warte nur auf das Ende. Nein, ich werde dich hier rausholen. Ich werde dir helfen. Das geht nicht, Jody. Es ist zu spät. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Nichts wird das je ändern. Mom! Ah!
Ich werde immer bei dir sein. Kondensator mit der größten Kapazität, die es gibt. Beeindruckend, nicht? Nathan! Jody, schön, dich zu sehen. Ich hatte solche Angst, dass dir was zustößt. Hast du abgenommen? Du siehst so erledigt aus. Aber du bist am Leben. Komm, geh mir rüber zu mir. Komm her, setz dich doch. Und, wie geht's dir? Ging schon besser. Der Schlag auf den Kopf war schmerzhaft. Ich habe ihnen gesagt, sie sollten dir nicht wehtun. Aber sie wollten sich auch nicht mit Eiden anlegen. Was war mit meiner Mutter, Nathan? Nora war labil. Sie hatte Angst. Sie war eine Gefahr für sich selber und das Baby. Meine Mutter hätte mir nichts getan. Das Risiko war ihnen zu groß. Und ich war nur ein Forscher bei der DPA, Jody. Ich habe erst viel später erfahren, was da passiert ist. Wo ist Cole? Er ist daheim. Es ist alles okay. Ich weiß, er wollte dir nur helfen. Keine Angst. Es wird keine Konsequenzen wegen letzter Nacht geben. Warum hast du mir nichts erzählt über meine Mutter? Warum hast du alles verheimlicht all die Jahre? Ich habe ja versucht, es dir zu sagen. Aber wie sagt man einem Kind, dass sein Leben nicht real ist? Also, habe ich für dich gesorgt, dich lieb gehabt, habe dich beschützt mit allem, was ich hatte. Und
Und jetzt was? Du übergibst mich einfach an die CIA? Ist das der Plan, Nathan? Sie haben dich hierher gebracht, weil sie etwas für dich zu tun haben und sie wären dir sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Du willst von mir, dass ich denen helfe, die mich töten wollten? Das ist es, was du von mir verlangst, Nathan? Hör zu, Jodie. Warum sollte ich dir zuhören? Du arbeitest für die und du hast mich angelogen über meine Mutter, über meine Eltern. Und wofür? Das Geld oder die Macht oder den Ruhm? Hör auf damit, du weißt, dass das nicht stimmt. Nein, ich weiß bald gar nichts mehr. Wir wissen, dass ein anderes Land die Infrawelt entdeckt hat. Sie glauben, man könnte sie kontrollieren und manipulieren. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Wenn diese Existenzen in die Welt kämen, weißt du, was das bedeutet, Jodie? Was hat das alles mit mir zu tun? Du kennst die Infrawelt besser als irgendwer. Das ist ein CIA-Job. Und damit bin ich durch. Sie bieten dir einen Deal an. Wenn du das für sie machst, dann bist du raus und frei. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sie ein Portal öffnen? Das wäre die Apokalypse. Du hast doch die Macht, das zu verhindern. Offensichtlich weiß Kazistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft. Und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Wir wissen nicht, wie weit sie mit ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Team? Hol sie rein, Maler. Hey, Baby. Na, kennst du uns noch? Claytons Team geht mit Ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in 2 Tagen beginnen. Viel Glück. Pass gut auf, Jodie. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Schön, dich zu sehen. Für das Missionsziel halte ich einen davon ab, dich zu töten. Aber ich kann es nicht versprechen. Tja, das lief ja wirklich großartig. Ich finde das sehr ermüdend. Wenn Sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als Sie zu töten. Natürlich töte ich Sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer und qualvoller Tod. Also, ich frage Sie nun ein letztes Mal. Wer hat Sie geschickt?
Aiden. Wo bist du? Es ist alles komplett verlassen! Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird noch stärker. Was machen wir jetzt? Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, Aiden?